Schon wieder im Tor, Alter. Du! Aufgrund technischer Störungen können wir euch diese Szene leider nicht zeigen. Messi? Doppelter Job in die Mitte mit dem vierfachen Roulette in die Mitte, dreimal! Tor 1-0, danke! Was? Neymar, doppelter Roulette in die Mitte, vierfach Skill. Der FIFA Allstars kriegt in die Mitte und dann! Neymar, danke 2-0, sorry. Suarez, Chop in die Mitte. Dreifacher Elasticus, Stick in die Mitte, FIFA Allstars, Chop und dann 3-0. Was? Danke, was? Sorry. Ja, Alter, komm, lass zocken. Okay. Okay, ich nehme Real, nimmst du? Keine Ahnung. Was, keine Ahnung? Alter, ich bin schon 3-0 vorne. Spielst du überhaupt? Keine Ahnung. Mann, wer bist du eigentlich? Keine Ahnung. Alter, jetzt raus aus meinem Haus. Raus! Geh raus aus meinem Haus! Alter, jetzt geh einfach raus aus meinem Haus, okay? Geh raus. Keine Ahnung. Jetzt geh raus. Ja, Mann, 1-0 Ronaldo. Das war alles meine Schuld. Alter, ist okay. Nein, ist nicht okay. Ist nicht so schlimm, Alter, es ist schon okay. Nein! Es ist nur ein Spiel, okay? Boah, Mann, Alter, geiler Longshot, Alter, der war fast drin. Der Ball ist aber auch viel zu schnell geflogen, findest du nicht? Voll unlogisch eigentlich. Ja, nein. Na, was? Also die EA ist da schon ein bisschen. Ja, jetzt wo ich mal. Ja, klar. Ja, Mann, Elfer. Alter, das hat die EA voll falsch programmiert. Der Schiri darf niemals pfeifen bei so einer Situation. Ja, Mann, 7-0 gewonnen, Alter. Schönes Spiel. Ja, Mann, Alter, 7 Tore? Ja, Mann. Alle. Das war alles nicht fair, Mann. EA hatte alle so richtig in den Arsch geschoben hier. Alter, ich gehe jetzt und schreibe EA eine E-Mail. Und dann kannst du nie wieder FIFA zocken, mein Freund. Wie gefällt dir das, ja? Ja, klar. Ja, wie gefällt dir das, Mann? Genau. Mein Papa arbeitet bei EA. Alter, spiel doch mal normal, ey. Alter, Mann. Ja, Mann. Der nervt voll hier. Alter, ja, schon wieder ein Tor, Mann. Pro Evolution Soccer ist einfach viel besser. Ja, klar. Alter, ja, schon 2-0. Pro Evolution Soccer ist viel besser. Alter, die bewegen sich auch sau unrealistisch. In Pro Evolution Soccer ist die ganze Engine viel besser aufgebaut, das Design ist besser, einfach das ganze Spiel viel, viel besser. Ja, Mann, 7-0. Ja, Mann, Pro Evolution Soccer ist aber auch besser, Mann. Pro Evolution Soccer zum letzten Mal, Pro Evolution Soccer ist besser. Ich zock FIFA gar nicht mehr in letzter Zeit, nur noch Pro Evolution Soccer. Ja, musst du noch irgendwas umstellen bei der Taktik oder so? Ja, nur kurz, also nur ganz kurz. So, Aufstellung erstmal auf 4-4-2-7-3-9. Ey, Alter, kann man hier auch auf Konter umstellen? Weißt du das? Kann man das? Okay. So, Aubameyang in die Innenverteidigung. Schmelzer in den Sturm. Okay, Alter, ich bin fertig. Spielen wir jetzt? Was? Mann, du brauchst ewig mit den Aufstellungen. Können wir jetzt endlich zocken? Ja. So, und jetzt nur noch rüberlegen auf Ibabo mit dem 1-0. Ja, Alter, du sweatest ja auch nur, es ist so feige, Mann. Ja, was feige, Mann? Nur weil ich besser bin? Ja. Ja,
Ja, nur weil du nicht FIFA spielen kannst, ne? So Freunde, das war es jetzt auch schon mit den 10 Arten von FIFA-Spielern. Habt ihr euch wiedererkannt, konntet ihr euch mit einem der Spieler identifizieren? Dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Also den Sweater, den sollte es auf jeden Fall oft genug geben unter euch. Das kann ich auf jeden Fall schon mal so sagen. Lasst auch gerne einen Daumen hoch da, falls ihr mehr Real-Life-Sachen sehen wollt. Und dann könnt ihr noch gerne Yannicks Channel abchecken. Er macht auf jeden Fall Call of Duty-Stuff. Und dort haben wir dann noch 5 Arten von Call of Duty-Spielern gedreht sozusagen. Und dort solltet ihr auf jeden Fall noch vorbeischauen. Dann würde ich sagen, war es auch schon mit dem Video. Ciao Leute, FIFA Stars. Das war so wie so eine Zahnpasta-Werbung. Wenn ich mit dir...